Ich habe das hier gekauft. Das sind 40x40. Ich weiß nicht, wie dick. Ja, auf jeden Fall, es fühlt sich sehr, sehr gut an und das wird wahrscheinlich auch ein bisschen halten. Selbstklebend. Selbstklebend. Und ich habe da schon mal angefangen. Und eine Platte passt genau, das ist jetzt der linke Koffer, eine Platte passt genau hier rein, von hier kaum der Kante bis zu diesem Steg, das seht ihr bei euch nachher. Und die nächste Platte habe ich auf den Steg draufgeklebt und dann hier so hoch schön reinmodelliert. Und dann habe ich das so schön umgelegt, das Ganze, und habe das mit einer Rasierklinge, habe die schön abisoliert, habe ich mal gesagt, und dann quasi so schön hier, ich bin zwar an der Kante lang gegangen, so gefühlt, aber letztendlich ist es hier entstanden, ne? Ja, hier sind jetzt quasi noch die Flocken, das ist alles gleichmäßig, ne? Ja, finde ich ein mega geiles Produkt, sag ich mal, schöner Naturwerkstoff. Und jetzt habe ich mir so überlegt, wie ich das noch machen werde. Ich werde das quasi irgendwie in Stufen machen. Ich werde hier eine Lage reinkleben. Ja, was sich jetzt hier echt gut bewährt hat, ist hier das quasi mit so einem, irgendwie so einem kleinen Gegenstand hier so ranzustreichen. Kann man es schon so festmachen. Und dieser Streifen, den ich hier oben abgeschnitten habe, das ist der hier. Das ist der und ja, passt da rein. So, da habe ich das schon gemacht. Ja, und jetzt, vorne habe ich das hier oben lang geschnitten, das war irgendwie ein bisschen doof. Jetzt machen wir das hier unten rein. Dann schneide ich hier schön lang. So, der nächste Ausbauschritt war jetzt, ich habe das quasi jetzt hier nochmal rübergeklebt. Und jetzt haben wir die so fast die identische Höhe. Dann werde ich hier nochmal rüberkleben. Hier, das ist eine schöne Lage. Und dann nachher machen wir hier oben das ist alles fertig. Geil. Ja, schöner ist, wenn man das hier oben abschneidet, habe ich festgestellt, und hier unten den Stoß direkt darauf setzt. Weil jetzt habe ich hier halt so eine doofe Kante. Gut, ich reiße das gleich runter, dann setzt das nochmal nach. Ne? Kann man hier noch so schön immer noch abnehmen und nochmal umsetzen. Schneidet sich hier aber irgendwie schöner. So, nächster Schritt. Ich habe das jetzt hier nochmal einen Streifen. Hier ist ja noch das. Da sieht es jetzt noch wieder aus. Jetzt habe ich das hier nochmal was reingeklebt. Gut, hier ist ein bisschen was frei. Dann schneide ich das jetzt hier nochmal so mit einem Messer so aus. Und dann ist das auch schon mal so weit. Ja. So, ich habe das jetzt hier, man sieht das jetzt, ne? Ich habe das jetzt schon mal rausgeschnitten. Und man sieht gar nichts, ne? Das ist der Hammer. Wie sich das Ganze, und vor allem diese Fussel von dem Filz, kann man immer so ein bisschen wegstreichen und dann sieht man gar nichts mehr. Geil, ne? Ja, wichtig ist halt, dass man das hier so schön, alles so schön reinmodelliert. Und dann kann das nachher auch gar nicht mehr woanders hin. Das muss dann an der Klinge vorbei rutschen. Aber das geht richtig gut. Damit ihr jetzt da schön quasi das rumlegen könnt, mache ich hier nochmal so einen kleinen Schnitt rein. Ja, aber hier ist nämlich dieser Böbbel, der immer alles kaputt macht. Naja. Die Lage hier, das wird relativ einfach, mache ich mir einfach, das ist von unten bis hier oben. Ich werde es hier bis bündig quasi. Kann man es leider nicht unter dem Rand machen, weil hier noch so ein Steg ist, hier bündig reinkleben. 22 cm. Ja, die werde ich mir hier so schön einmal so rüberziehen und dann halbe Arbeit. Mein erstes Mal, dass ich mit Filz überhaupt arbeite, ich habe das mit dem ganz normal so der Billigschere lang geschnitten. Wie geil das ist, ne? Ja, hier sieht man nochmal gut, wie schön das geht. Nein. Ich muss mir echt überlegen, ob ich die Kante hier oben noch wegschneide, irgendwie ist das doof. Aber ansonsten, ja. Gehst du hier so rein, kannst schön in die Kante runtergehen. Das ist wie eine Folie, ne? So. Ja. Nochmal ein kleines Update. Nochmal zu den Bubbles hier an der Seite.
Das ist ja das, was mein Stativ, also die Verpackung vom Stativ jetzt so durchgescheuert hat. Schön wäre, wenn man jetzt einen Dreh mal hätte, einfach mal das wegmacht. Wenn ich es abkneife, dann wahrscheinlich das alles wegsplittern. Ich beobachte das. Und da habe ich das ja übergeklebt. Man spürt das jetzt noch relativ sehr deutlich. Man spürt das jetzt hier noch sehr deutlich, das Ganze. Entweder ich ziehe nachher nochmal eine Lage hier rüber. Oder ich beobachte das und schaue mal später, wie sich das so verhält, ob das dann weiter durchscheuert oder nicht. Aber es ist schon sicherlich viel besser als vorher. Und vor allem die ganzen anderen Dinge, die ganzen Unebenheiten. Hier, das ist alles schön übergeklebt. Naja, jetzt mache ich das noch da fertig und dann bin ich schon auch fast durch mit dem Koffer. Ja, wenn man jetzt ein bisschen unsauber gearbeitet hat, so wie ich hier, da habe ich ein bisschen Pech gehabt, habe ich hier quasi nochmal was reingedrückt. Kann man hier so einen ganz kleinen, feinen Streifen abschneiden. Hinten klebt es ja noch und dann kann man das da so schön rein, dann kann man das so schön reinmassieren und man sieht nichts mehr. Ja, was noch so ganz gut war, ein guter Hinweis ist so, hier vorne, dass man das nicht hier direkt an der Kante lang schneidet, sondern dass man das hier hinten, also umlappt. Und dann hat man nicht den Stoß auf Stoß und dann wird es nachher richtig perfekt. Also der nächste wird wahrscheinlich noch ein bisschen geiler. Ja, das hier, das kann man so ein bisschen so runter machen, dann franzt das so ein bisschen runter. Dann hat man da nicht die Kante, aber wahrscheinlich werde ich hier nochmal aus Kunststoff oder ja, es gibt so Gummi, so eine Einlage, so für so einen Werkzeugwagen, den man oben drauf hat. Mal gucken. Also, ja. Es ist auch noch ein bisschen wassergeschützt, falls nochmal was ausläuft hier runter, dann kann man das kurz abwischen oder so, ne? Ja, würde sich ja hier so anbieten. Hier ist ja nochmal die Kante. Jetzt kommt noch der letzte Schritt. Jetzt geht es nochmal darum, die eine Leiste hier nochmal überzukleben. Die schön in den Radius reingemacht. Und den Deckel habe ich auch noch vor. Hier gibt es eine Besonderheit. Hier geht es einmal da lang und dann wird es so. Aber ich werde das quasi mir das Maß nehmen. Ich werde mir jetzt das Maß nehmen und schneide das erstmal schon mal grob hier Kante auf Kante. Und den Rest mache ich nachher mit der Rasierklinge hier so rum. Und dann wird das noch der Rest. So, ich habe jetzt hier einfach hier schön rangeklebt. Da an die Kante. Und das Maß habe ich mir abgemessen und mit der Schere geschnitten. Dann kann man hier das alles so schön so reindrücken um die Ecke rum. Und hier so rein und dann hat man hier eine richtig geile Kante, an der man nachher lang schneiden kann. Ne? Ja, dann kann man hier so schön so zauber rum. Ja, an der Stelle kann man ruhig ein bisschen höher ansetzen, ne, dass man nicht direkt in die Kante reingeht, weil wir das nachher so richtig schön darunter schieben können. Also ein bisschen fransig, das macht nichts. Wegsaugen. Ups. Und dann hier mit dem Cuttermesser schieben wir das hier so schön runter. Da ist noch ein bisschen Platz. Dann ist das fertig. Ja, sauber gearbeitet, würde ich sagen, ne? Das soll ja auch möglichst perfekt sein. Schieben wir das hier erstmal schön hoch, da rein. Ich habe das nicht festgeklebt. Und dann gucken wir mal, wo das hier ist. Dann machen wir hier, müssen wir uns merken. Und dann machen wir da schon mal ein bisschen großzügiger den Schnitt. Und dann setzen wir das hier vorne rein und schneiden das hier oben ab, nicht auf der Sichtkante. So, ich habe jetzt richtig krass Glück gehabt. Das passt hier schon so richtig gut rein. Da brauche ich gar nichts mehr abschneiden. Jetzt mal abschneiden. Noch mal ein bisschen reindrücken. Und hier vorne sieht man nachher auch nichts. Ja, dann werde ich das gleich mal einkleben. Und das fertige Ergebnis zeige ich euch nachher. Ja, und auch hier empfiehlt es sich, das so richtig schön da reinzudrücken. Und dann kann man das richtig schön abschneiden. Wenn ihr jetzt so wie hier so einen minimalen Spalt habt, dann wieder zieht das wieder ab. Oder ihr macht einfach so ein bisschen mit dem Finger und es ist weg. Ich sehe nichts. Seht ihr was? Ich sehe nichts. So, Leute. Da ist das gute Stück. Hier vorne sieht man ja, das ist nicht ganz so sauber geworden, nicht ganz so glücklich.
Dann stopfen wir das da einfach so rein. So. Das sieht eh keiner, ne? Aber ich weiß, dass es da ist und jetzt ist es richtig, richtig schön. Vor allem, das klebt ja auch noch. Und ein bisschen verwuscheln, da reindrücken. Jetzt kommt mein super Spezialwerkzeug. Gut, ja, ne? So, Leute, geil, oder? Das ist schon ziemlich geil, ne? Man sieht nichts, würde ich sagen. Jetzt noch ein kleiner Einlegeboden rein. Geil.